Theo und das Spukhaus. Oh, so ist es gut. Ja! Ja, sehr gut, Zack. Tolle Pyramide. Wollen wir gleich noch ein Haus bauen? Hä? Was war das denn? Weiß ich auch nicht. Ich habe dieses Geräusch noch nie gehört. Alles okay. Das war sicher nur der Wind. Aber es ist doch total windstill. Stimmt, das ist ja merkwürdig. Weißt du was? Vielleicht ist das ja ein Geist gewesen. So ein Blödsinn, Zack. Es gibt doch überhaupt gar keine Geister. Siehst du? Von da ist das Geräusch gekommen. Opa arbeitet wohl gerade auf dem Dach. Opa, bist du auf dem Dach gewesen? Nein, noch nicht. Ich habe gerade was geholt, um die Dachrinne auszukratzen. Aber was war das dann für ein Geräusch? Er meint das Geräusch, das wir in meinem Zimmer gehört haben. Es hört sich an, als ob sich was bewegt. Ja, du hast recht, Theo. Was könnte das nur sein? Hallo, was spielt ihr gerade? Elsie. Mann, hab ich einen Schreck bekommen. Tut mir leid, Zack. Die beiden haben komische Geräusche gehört, weißt du? Naja, und ich auch. Vielleicht war das ja ein Geist. Ein Geist? Das wäre toll. Ich wollte schon immer einen Geist kennenlernen. Wie kannst du an sowas glauben? Es gibt keine Geister. Da hast du völlig recht, Theo. Da, seht mal, der Vorhang bewegt sich. Hä? Das ist bestimmt nur Mama. Wir gehen dem Geheimnis jetzt mal nach. Kommt mit. Also hier ist nichts. Nein, ich glaube, hier ist keiner. Aber der Vorhang bewegt sich immer noch. Wieso denn nur? Naja, weil das Fenster offen steht. Das muss wohl am Durchzug liegen. Das kann doch aber nicht so komische Geräusche gemacht haben. Wisst ihr was? Zack hat recht, glaube ich. Hier ist irgendetwas Unheimliches im Haus. Ja, genau. Und jetzt kann man es hier überall hören. Wir müssen unbedingt rausfinden, was hier los ist. Ist gut, Opa. Teilen wir uns auf. Okay. Psst. Wir müssen jetzt ganz leise sein, Opa. Ich glaube, die zwei spielen Verstecken. Zack, Elsie, wir hatten ausgemacht, dass wir uns aufteilen. Aber die Tür hat geknarrt, da unten, weißt du? Hey, das kommt ja aus eurem Zimmer, Opa. Dann macht Oma wohl die Geräusche. Wir werden gleich mal nachsehen. Aber sie ist gar nicht hier. Das ist ja echt merkwürdig. Das geht bis ganz nach oben. Ja. Also, ich hätte da schon eine Idee. Kommt mal mit. Hier. Also, hör zu, wenn hier irgendjemand durchgeht, dann werden die in Schwingungen versetzt. Und dann kriegen wir auch raus, was hier eigentlich los ist. Das ist eine tolle Idee. Dann hängen wir jetzt auch ein paar im Flur auf. Die Suppenkellen, hört ihr das? Ja, die Falle funktioniert. Sehen wir gleich mal nach. Zack, du hast doch jetzt nicht etwa Angst, oder? Nein, nein. Wie kommst du denn darauf? Stopp!
Wer ist auf die grandiose Idee gekommen, hier Suppenkellen aufzuhängen? Wie bist du hier reingekommen? Ja, wir hätten uns doch auf dem Flur treffen müssen. Ich habe auf dem Balkon in der Sonne gesessen und mein Buch gelesen. Und als ich dann wieder reinkam, bin ich auf einmal gegen Opas merkwürdige Dekoration gelaufen. Wir dachten schon, dass Sie ein Geist sind. Was, ein Geist? Ich? Ach, ihr kleinen Zebras habt wirklich eine blühende Fantasie. Und das große Zebra auch. Oh, warte mal, ich helfe dir. Was war das? Das ist der Geist. Vielleicht will er uns ja irgendetwas sagen. Können Geister denn reden? Geist, willst du vielleicht mit uns spielen? Elsie, ich glaube nicht, dass Geister reden können. Oh, oh nein. Er hat ja gesagt. Hä? Woher willst du das wissen? Machen wir doch ein Zeichen aus. Also bist du ein Geist? Einmal klopfen heißt ja, zweimal heißt nein. Da habt ihr es. Also kein Geist. Hm. Okay, wenn das kein Geist ist, was ist es denn dann? Hä? Nein, nein, das Klopfen war keine Antwort auf deine Frage. Ich habe das Gefühl, dass da irgendjemand an unsere Wand klopft. Ja, aber wer denn? Sehen wir doch gleich mal nach. wisst ihr denn wirklich genau, dass ihr darauf gehen wollt? Das kommt aus Uromas Schlafzimmer. Ach du meine Güte! Uroma, diese Klopfgeräusche sind also von dir gekommen. Oh, ihr habt mich gehört? Ja, es war also doch kein Geist. Ja, und dabei hätte ich so gern mal einen Geist gesehen. Ich wusste doch, dass wir es rausfinden würden. Aber wo sind die Geräusche dann hergekommen? Ich habe auch ein paar sehr merkwürdige Geräusche gehört. Und dann habe ich da auf einmal irgendwas über die Wand huschen sehen. Ich habe versucht, es mit meinem Gehstock zu verjagen, weißt du? Etwas ist über die Wand gehuscht? Ich glaube, dass es sich in der Dachrinne versteckt. In der Dachrinne? Was kann das sein? Das werden wir rausfinden. Ja, kommt mit! Ich glaube, wir sind hinter das Geheimnis gekommen. Seht mal. Eidechsen? Sie haben sich in der Dachrinne häuslich niedergelassen. Sie müssen sich wohl verirrt haben. Ach so, dann sind die Geräusche also von denen da gekommen. Das waren die Eidechsen. Ja, genau. Wenn sie sich bewegt haben, hat die Dachrinne die Geräusche verstärkt und darum waren sie überall zu hören. Also haben sie die Dachrinne verstopft. Richtig. Und jetzt werden wir uns von den Tierchen trennen müssen. Oh, die armen Eidechsen. Was sollen wir mit ihnen tun? Wir richten ihnen ein Zuhause ein. Ja, ein neues Zuhause. Klasse. Da werden sie sich richtig freuen. Schön geworden. Hereinspaziert. Sie scheinen ihr neues Zuhause zu mögen. Ja, und hier werden sie sich auch viel wohler fühlen als in der Dachrinne. Ja! Siehst du, Puck, du brauchst gar keine Angst zu haben, denn Geister gibt's gar nicht.
Theo, der Wissenschaftler. So, und nun schön in Ruhe Zeitung lesen. Opa, rate mal, was ich für ein neues Schulprojekt habe. Du hast ein neues Schulprojekt? Zeig mal. Wissenschaftliche Recherche. Genau, wissenschaftliche Recherche für junge Zebras in 4 einfachen Schritten. Erstens, such dir ein Thema für deine Recherche. Zweitens, stell Beobachtungen zu deinem Thema an. Drittens, notier immer gleich deine Beobachtung. Und viertens, Viertens, vergleiche deine Beobachtungen und sag uns allen, was du gelernt hast. Ja, richtig. Also, ich bin jetzt ein Wissenschaftler, Opa. Ja, das bist du. Also, Herr Wissenschaftler, dann fangen Sie mal mit Ihren Recherchen an. Gut, dann beginne ich jetzt mit Schritt 1. Ich suche mir ein Thema für meine Recherche. Hm? Was ist das? Deine Oma ist gerade dabei, Staub zu saugen. Dann gehe ich jetzt mal in mein Zimmer und denke nach. Gut. Zum Nachdenken brauchen Wissenschaftler immer absolute Ruhe. Okay, also ich glaube, ich mache jetzt eine Recherche über, Schatz, geht's mit Safi in den Park zum Joggen? Ist gut, bis später. So ein Käse, jetzt habe ich meine Idee vergessen. Schatz, wo sind denn die Handtücher? Sei leise. Theo arbeitet gerade an seinem Schulprojekt. Dazu braucht er absolute Ruhe. Ach so, verstehe. So, eine noch und los. Wir dürfen nicht zu laut sein. Theo denkt gerade nach. Oh, dann wollen wir unseren jungen Wissenschaftler auf keinen Fall stören. Dann sag ich mal sofort Mama und Uroma Bescheid. Das musst du dir anhören. So eine kraftvolle Stimme habe ich wirklich noch nie gehört. Oh. Theo muss sich konzentrieren. Oh, was soll das? Wieso hast du ausgeschaltet? Theo, der Wissenschaftler, arbeitet gerade und braucht seine Ruhe. Ach so, ja. Das verstehe ich natürlich. Hier, setz die bitte auf. Der einfache Schritt Nummer 1 ist gar nicht so einfach. Oh, Safia, legt dir wirklich ein ganz schönes Tempo vor. Bin ja so fertig. Hey, jetzt habe ich eine Idee. Ich könnte doch einfach eine Recherche über Scannen machen. Das ist wirklich eine gute Idee, Theo. Keiner weiß so ganz genau, wodurch das Genen verursacht wird. Wenn du das rauskriegst, dann hast du eine wissenschaftlich spektakuläre Entdeckung gemacht. Ja, Theo, der Wissenschaftler, wird eine Antwort auf die folgende Frage finden. Aus welchem Grund gähnen Zebras? Ich finde, dass das für einen jungen Wissenschaftler ein sehr schwieriges Thema ist. Ich komme zum einfachen Schritt Nummer 2. Ich stelle Beobachtungen zu meinem Thema an. Ich habe mir eine Tabelle angelegt. In die werde ich genau eintragen, wann und wo und wie lang jemand gähnt. Dann würde ich dir jetzt mal vorschlagen, dir ein paar Testpersonen zu suchen. Klasse, danke, Opa. Wer will die Testperson sein? Ich. Ich auch. Ich auch. Darf ich zuerst rankommen? Ich glaube, das wird riesigen Spaß machen, oder? Gut, dann wollen wir mal anfangen. Zeit fürs Abendessen. Der einfache Schritt Nummer 2 wird nun wohl bis morgen warten müssen. Schade. Also, ich hätte ja ein paar Sachen in der Werkstatt, die dir helfen würden. Ich hab sie doch in diese Kiste gepackt, das weiß ich genau. Ach, da sind sie ja. Hey, die Sachen kann ich wirklich gut brauchen. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gut. Und können wir den Tisch vielleicht auch verschieben, Opa? Hm.
Ja, das ist echt ein ganz perfekter Gähnbeobachtungsposten. Papa! Bin schon da. Bereit zum Gähnen? Ja, bereit. Hast du nicht das Gefühl, gähnen zu müssen? Nein, noch nicht. Vielleicht sitzt du nicht bequem genug. Oh, Oh. Oh. Hallo? Saphir. Was, heute? Ach so, ja. Ich werde gleich mal rüberkommen, sicher. Es tut mir leid, Zeo. Ich muss Onkel Saphir in der Galerie helfen. Das hatte ich ja völlig vergessen. Oh, ja, okay. Musst du gleich gähnen, Uroma? No, nein. Na, vielleicht würde leise Musik ja helfen. Ja, das probieren wir mal. Uroma, für dich ist ein Paket angekommen. Würdest du mal unterschreiben? Ach so, ja. Das ist bestimmt mein neuer Hut. Also entschuldige, Zio. Ich bin mir ganz sicher, dass ich von Oma ein dickes Gähn kriege. Ach, Oma muss auch nicht gähnen. Tja, das dauert eben. Ein Wissenschaftler muss Geduld haben. Vielleicht hilft es, wenn du die Augen zumachst und an was Beruhigendes denkst. Ich versuche es. Oh, halt, das ist meine Ofenuhr. Ich muss den Kuchen rausnehmen, bevor er anbrennt. Ja, natürlich. Halt, warte! Zeo? Ich habe das Regal, das so gewackelt hat, repariert. Es müsste jetzt eigentlich stabil sein. Oh nein! Ach Mann, ich habe kein einziges Gähnen bekommen. Danke, Pock. Aber ich muss doch echtes Gähnen untersuchen. Und wenn alle immer wegrennen, kann das ja nicht klappen. Wie wär's denn, wenn du deinen Beobachtungsposten mal verlassen würdest? Dann kannst du den Testpersonen nachlaufen und hättest alles unter Kontrolle. Ja, gute Idee. Na, Herr Wissenschaftler, wie laufen denn die Recherchen? Wie viele Gähner konnten Sie denn untersuchen? Ist die Recherche fertig? Also warum gähnen Zebras denn nun? Ich weiß es nicht. Es hat ja keiner gegähnt. Oh je. Nein? Opa und ich haben uns den ganzen Tag Mühe gegeben. Und jetzt bin ich müde. Mir geht's genauso. Hey, ich hab gegähnt. Ja, genau. Und? Wie war ich? Toll, danke, Opa. Nein, das ging zu schnell. Nein, warte. Halt, nicht so schnell. Hast du immer noch nicht genug Gähner zusammen? Ich konnte leider nur das Gähnen von Opa messen. Und ein Gähner reicht einfach nicht aus, um zu dem einfachen Schritt 4 zu kommen. Vergleiche deine Beobachtungen und sag uns allen, was du gelernt hast. Nun mach dir mal keine Sorgen. Wir können es morgen noch mal versuchen. Oh, nicht nötig. Zeo, der Wissenschaftler, hat zwar nicht rausbekommen, warum die Zebras gähnen, aber dafür hat er etwas anderes festgestellt. Gähnen ist ansteckend. Da hast du völlig recht. So viel steht fest. Da kann ich dir nur gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Na,
Ach, du bist doch wirklich ein großer Wissenschaftler. Komm, ein Küsschen. Zeus Laden. Tschüss, Mama. Schön, dass du aushilfst. Mrs. Zolly wird dich zu Mr. Zoe bringen. Hallo, Mrs. Zolly. Hallo. Ich gehe heute für Mama einkaufen. Ganz allein. Butter, Milch, Brot und für Opa eine Zeitung. Nein, nein, Pock, ich hab dich nicht vergessen. Und Vogelfutter für Pock. Da hast du aber eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, hm? Ich warte hier auf dich, Zeo. Ich hoffe, du bekommst alles. Danke. Hallo, Mr. Zoe. Mama kann heute nicht einkaufen gehen. Darum erledige ich das. Ganz allein. Also, ich möchte bitte... Hallo, Zeo. Hm? Zack? Mr. Zoe? Stimmt irgendetwas nicht? Entschuldige, Zeo. Ich war gerade in Gedanken. Schöner Tag heute. Also, was brauchst du denn? Brot, Milch und Butter, bitte. Und noch die Zeitung für Opa. Ach... Ach ja, und Vogelfutter. Gut, einen Moment. Was ist denn, Zack? Naja, weißt du, ich habe Papa gefragt, ob wir ans Meer fahren. Wir sind schon ganz lange nicht mehr hier rausgekommen. Ich will so gern ans Meer. Eine gute Idee. Ja, aber ich kann nicht aus dem Laden. Es gibt ja niemanden, der mich vertritt. Und Vogelfutter. Das ist diese Woche im Angebot. 2 zum Preis von einem. Da bin ich wieder. Ich habe alles bekommen. Hä? Du, Opa, was war das denn gerade? Oh, ach, das hier war nur mein neues Handy. Ich versuche gerade einen neuen Klingelton zu finden. Hä? Oh, den finde ich aber nicht gut. Na, warst du das, Pock? Nein, das war nicht Pock. Opa hat ein neues Handy. Ja? Ach so, das ist ja schön. Und hast du alles eingekauft, Zeo? Ja, aber Mr. Zoe und Zack tun mir leid. Wieso? Was ist mit den beiden? Mr. Zoe würde furchtbar gern mit Zack ans Meer fahren. Aber wer wird sich dann um den Laden kümmern? Hey, Opa! Wie wär's, wenn wir einfach mit Zack ans Meer fahren würden? Ich glaube, ich habe eine bessere Idee, Zeo. Juhu! Verzeihung, ich kann heute nicht mit Ihnen plaudern. Wir fahren ans Meer. Oh. Guten Morgen, Mrs. Zolly. Kann ich was für Sie tun? Ja. Du könntest mir sagen, was hier los ist. Opa und ich werden heute Mr. Zoe im Laden vertreten. Also, was kann ich noch für Sie tun? ja. Ich brauche tatsächlich etwas. Also, ich hätte gerne eine Dose Pfefferminzbonbons. Dann folgen Sie mir bitte. Dass wir heute hier arbeiten, heißt nicht, dass du dich selbst bedienen darfst, Pock. Die erste Kundin ist da. Mrs. Zolly möchte gerne Pfefferminzbonbons. Ja, wenn ich diese Bonbons lutsche, kann ich mich immer besser konzentrieren. Pfefferminzbonbons? Aber hier müssen doch irgendwo Pfefferminzbonbons sein. Ja, du hast recht. Pock hat sie. Hier sind sie, Mrs. Zolly. Eine Dose Pfefferminzbonbons. Einen schönen Tag noch. Dankeschön, Zeo. Den wünsche ich dir auch. So, und Ihnen ebenfalls. Ach, ich wollte schon immer einen Laden haben, Opa. Ja, das macht Spaß, nicht? Oh, und hier kommt schon die nächste Kundin. Hallo. Oh. Zeo, aber wo ist denn Mr. Zoe? Ach, der ist heute mal weggefahren. Mit Zack. Darum kümmern Opa und ich uns hier um alles. Ist ja toll. Was braucht ihr denn? Also, wir hätten gern eine Schachtel Zeichenkohle, wenn's geht, Mr. Zeo. Oh, ich weiß, wo die liegt.
Ich meine... Kommt sofort, meine Dame. Opa, hm? Opa, die liegt da oben. Gleich hab ich sie. Oh, ups. ups. Okay, da hätten wir sie. Dankeschön. Danke, ebenfalls. Bis dann, Theo. Bis dann. Hallo. Mein Papi will mir eine Märchenprinzessin-Puppe kaufen. Stimmt doch, oder? Sie hat einen Zauberstab, Zauberschuhe und ein blaues Kleid mit Flügeln. Aber die Prinzessin hat die Flügel, nicht das Kleid. Und, hey, wo ist denn Mr. Zui? Hallo, Theo. Oh, hallo, Zinja. Hallo, Onkel Zafir. Tut mir leid, Mr. Zui ist heute nicht da und darum arbeiten wir hier. Ich und Opa. Ja, genau. Wo könnte sie sein? Also, was wollt ihr denn haben? Sag's ihm! Die Märchenprinzessin-Puppe mit den schönen goldenen Haaren! Und! Sei vorsichtig, mein Schatz! Achtung, mein Handy! Oh. So, bitte sehr, Zinja, die Märchenprinzessin-Puppe. Danke, Papi. Gut, und jetzt wird es langsam Zeit für deinen Ballettunterricht. Ja, genau. Und Britney Chantal darf mitkommen. Bis dann, Theo. Bis dann. Oh, du Opa, Telefon. Wann habe ich denn diesen Klingelton ausgesucht? Hallo? Ich warte schon seit einer Stunde auf Ihren Anruf. Tut mir leid, aber ich glaube, dass Sie sich verwählt haben. Hm? Schon wieder Kunden? Ja, hallo, Theo. Schönen guten Tag. Mr. Zui ist mit Zack ans Meer gefahren. Darum vertreten wir ihn heute im Laden. Oh, das finde ich aber gut, wie ein Erwachsener. Oh ja, wirklich. Womit kann ich dienen? Also, wir brauchen Farbe. Für Siegmunds Badezimmerwände. Ich habe Giraffenatem vorgeschlagen. Aber ich finde, dass Spinnenohr viel besser zu mir passen würde. Ja, Giraffenatem und Spinnenohr sind wohl Farben. Ja, also ich suche so ein sattes, warmes, lebhaftes Blassgrau. Oh! Was ist denn, Theo? Das war vielleicht nicht die falsche Nummer. Das ist nämlich gar nicht dein Handy. Aha, ich glaube, das gehört Zafir. Es muss ihm runtergefallen sein. Aber wo ist denn dann mein Handy? Mr. Zui will mich nachher anrufen, um zu hören, wie es läuft. Und wenn du dein Handy nicht hast? Hey, Onkel Zafir wird deins wahrscheinlich mitgenommen haben. Soll ich dich mal anrufen, dann kriegen wir es raus. Eine gute Idee. Aber... Ich habe überhaupt keine Lust auf den Ballettunterricht. Ich möchte viel lieber bei Britney Chantal bleiben. Hä? Enten! Enten! Wo sind die Enten? Ich kann Enten nicht leiden. Wo sind sie? Also, Zafir, ich würde sagen, dass sie in deiner Tasche sind. Was sollen die denn in meiner Tasche? Wem gehört denn dieses Handy hier? Zafir am Apparat, womit kann ich behilflich sein? Oh, du bist es. Hallo, Theo. Mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Ich vermute, dass du aus Versehen Opas Handy mitgenommen hast und nicht deins. Und wie wär's denn mit Sonnenuntergang in Sorrent? Das sieht doch schön aus. Oh, ja, gefällt mir. Sehr schön. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Oh, Igitt, die Enten sind wieder da. Soll ich mal rangehen, Opa? Ja, geh mal ran. Hallo? Hallo, ich bin's. Oh, hallo, Mr. Zui. Ist bei dir alles in Ordnung? Ja, danke der Nachfrage. Die Geschäfte laufen doch, oder? Ja. Bis dann, Theo. Bis dann. Und danke. Mr. Zui hat gesagt, dass wir sicherlich beide gute Geschäftsleute sind. Oh ja, dein Opa wäre auch ein ganz wundervoller Innenarchitekt geworden. Er hat ein gutes Auge für Farben. Ja, das ist wahr. Und dein kleiner Piepmatz hier macht gerade den Tresen sauber. Du hast ihn wirklich gut erzogen.
Uromas Erinnerungsalbum. Nein, hier ist dein Anspitzer auch nicht, Uroma. Aber ich weiß genau, dass ich ihn da reingelegt habe. Du hast recht, da ist er ja. Oh, tut mir leid. Aber wieso denn? Das ist doch nicht deine Schuld. Ich sollte wohl etwas ordentlicher mit meinen glücklichen Erinnerungen umgehen. Ich müsste doch hier irgendwo noch ein altes Fotoalbum haben. Ich glaube, das liegt auch da drin. Ich hab's. Bitteschön, Uroma. Dankeschön, Theo. Oh, meine Güte, das fällt gleich auseinander. Weißt du was? Da liegen noch mehr Fotos drin. Du hast ganz schön viele Fotos. Oh, das ist wahr. Und wenn ich sie erst mal in ein Album geklebt habe, dann werde ich sie auf der Stelle wiederfinden. Aber wo ist denn mein Klebeband geblieben? Ich werde die Seiten wieder reinkleben, mit Opa. Dann kleben wir auch gleich die Fotos rein. Dankeschön, Theo. Ich helfe dir doch gern. Na, dann bis später. So, das wär's. Jetzt wird Uromas Album nicht mehr auseinanderfallen. Aber Opa, dieses Fotoalbum sieht schon langweilig aus. Wir zwei sollten ihr ein schönes Album machen. Für Fotos und ihre Postkarten und für Sachen, die sie sonst noch so hat. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee, Theo. Ich möchte, dass Uroma ein ganz besonderes Album bekommt. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Lass uns mal sehen, ob wir was Hübsches im Laden von Onkel Zafir finden. Oh, dann habt ihr gar nichts Passendes? Nein, Theo, wir haben gar keine Alben. Noch nicht mal ganz normale. Ich habe welche bestellt, aber sie kommen erst in 2 Wochen. Tut mir sehr leid. Du hast ihn gehört. Dann wollen wir mal sehen, ob Mr. Zoe welche hat. Trotzdem, vielen Dank. Tut mir leid, aber ich denke, dass ich gerade keine da habe. Oh, warte mal. Hier ist doch noch eins. Na, da hast du aber Glück gehabt. Danke, Mr. Zoe. Aber das ist ganz schön staubig und neu sieht es auch nicht aus. Ja. Da hast du recht, Theo. Es sieht wirklich ganz schön zerfleddert aus. Aber du kannst es doch trotzdem nehmen. Kostet nichts. Danke, Mr. Zoe. War echt nett von Mr. Zoe, dass er es mir geschenkt hat. Aber ich hätte doch so gern ein richtig schönes Album gefunden. Na ja, aber ich glaube, dass sich Uroma so über den Inhalt freuen wird, dass es auf das Äußere gar nicht ankommt. Du hast recht, Opa. Aber ich wollte doch, dass sie ein ganz besonderes Album bekommt. Das wird sie auch bekommen. Sie hat echt viele Fotos. Welche soll ich zuerst einkleben? Tja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo sie die alle her hat. Wenn wir einfach raten, welche die ältesten sind, dann kann sie sie so sortieren, wie sie es möchte. Ja. Oh, wer möchte uns denn da besuchen? Hallo, Elsie. Guten Tag, Elsie. Hallo. Wollen wir draußen ein bisschen spielen? Geht leider nicht. Ich will für Uroma ein Album machen. Also ich werde es versuchen. Möchtest du mir helfen? Ja, okay. Ich wollte ein ganz besonders schönes Album kaufen, aber Mr. Zoe hatte nur noch das. Du könntest dir einen neuen Umschlag machen aus ganz schönem Papier. Ja, eine super Idee. Danke, Elsie. Oma hat ganz viel schönes Geschenkpapier. Bestimmt gibt sie uns was davon ab. Wow. Oma ist eine leidenschaftliche Sammlerin. Das hier finde ich wirklich schön. Ja, finde ich auch. Ich werde es zurechtschneiden und dann könnt ihr zwei es ja festkleben. Wieso hast du die Linie nicht direkt drumherum gemalt? Weil man etwas mehr Papier braucht, wenn man das Album darin einschlagen möchte. Seht ihr? Das ist schon ganz gut, aber es ist irgendwie immer noch nichts Besonderes. Ich bin mir ganz sicher, dass sich Uroma freut. Da hat dein Opa recht, Theo. Aber wenn du noch nicht zufrieden bist, dann fragen wir meine Mama, ob sie eine Idee hat. Ja! Oh, das ist aber wirklich ein schöner Einband, Theo. Ja,
aber ich möchte etwas Besonderes haben. Und das Papier ist irgendwie dünn. Das könnte reißen. Es ist ganz einfach, sein Papier selber zu machen. Ach, echt? Ja. Also, würdet ihr bitte mal die Zeitung hier in kleine Stücke reißen? So ungefähr? Ja, das sieht gut aus. Perfekt. Und wenn ihr damit fertig seid, kommen die Schnipsel in eine Schüssel Wasser. Jetzt legen wir sie alle hier rein. So, und nun mischen wir sie gut durch. Und das, was ihr hier seht, nennt man Papierbrei. Und nun werde ich noch ein bisschen Stärke hinzugeben. Dadurch wird das Papier so schön fest, dass man Fotos und andere Sachen draufkleben kann. Wow! Cool! Das Sieb hier verhindert, dass irgendwelche großen Stücke in unsere Mixtur geraten. Und nun passt auf! Gleich sind wir fertig. Oh, verteil doch mal ein paar von diesen getrockneten Blüten auf dem Rahmen. Das wird hübsch auf deinem Papier aussehen. Und es wird gut riechen. So? Ja, sehr gut. Das sieht schön aus. Und damit trocknen wir jetzt die Blüten. Brauchen wir noch mehr davon? Ja, das wäre gut. Also je mehr wir davon haben, desto mehr Papier können wir machen. Ja! Sehr schön. Danke. Gut, einen Bogen haben wir. Aber wir brauchen ja noch viel mehr. Tut mir leid, Theo. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Ich übernehme das, wenn du noch etwas anderes vorhast. Ja, ich müsste noch ein paar Sachen für Uromas Album sammeln. Okay, dann tu das ruhig. Wenn du wieder da bist, ist das Papier sicher fertig. Toll, dann bis später. Und vielen Dank natürlich. Bis dann, Theo. Ja, bis dann. Das ist ja wirklich eine Reise in die Vergangenheit. Karten und Notizen, eine Einladung zu Uromas Geburtstagsparty. Wie alt war ich da? Da bist du noch gar nicht auf der Welt gewesen. Da habe ich deinen Vater gerade erst kennengelernt. Und? Ist das eine schöne Erinnerung? Oh ja, das kann man wohl sagen. Ach, hier bist du, Theo. Hier sind noch einige Fotos und Postkarten von den Reisen, die deine Uroma mit mir gemacht hat. Wow, ihr seid ja wirklich überall gewesen, Opa. Ja, wir sind viel rumgekommen. Also, jetzt müsste das Papier trocken sein, dann können wir das Album fertig machen. Ja, gehen wir mal rüber. Oh, bis später. Ja, Theo, das sieht sehr gut aus. Das Papier selbst zu machen war eine tolle Idee. Das geht ganz leicht, man muss einfach nur Zeitung zerreißen. Und das hat ausgezeichnet funktioniert. Und die getrockneten Blüten, die da drin sind, riechen wundervoll. Sie freut sich bestimmt riesig. Oh, sieh mal, das Foto fühlt sich dicker als die anderen an. Ach so, da kleben zwei Fotos zusammen. Ja, du hast recht. Das ist Uroma, als sie noch jung war. Wer ist denn das neben ihr? Keine Ahnung, Theo. Ich glaube, da war ich noch gar nicht geboren, aber Uroma wird uns das sicher erzählen. Dieses Foto verstecken wir. Das wird eine super Überraschung. Du kannst deine Augen jetzt aufmachen. Du meine Güte, ich sehe wohl nicht richtig. Ich fasse es nicht. Oh, das ist ja wirklich wunderbar. Oh, das hier sind all meine alten Fotos. Oh, und Karten. Das ist wirklich eine große Freude. Das ist ein Erinnerungsalbum. Und das Papier hat Theo selbst gemacht. Das ist richtig schön geworden. Und es riecht wirklich ganz wundervoll. Ja, das liegt an den getrockneten Blüten, weißt du? Oh, also, das ist ja wirklich etwas ganz Besonderes. Ja, ja. Oh, nanu, was sehe ich denn da? Oh, du meine Güte, wie wundervoll. Seht euch das an. Das hier ist Zola. Sie war meine beste Freundin in der Schule. Ihr glaubt nicht, wie lange ich dieses Foto schon gesucht habe. Wo habt ihr das Foto denn herbekommen? Das hat hinter einem anderen geklebt. Ja, und Theo hat das entdeckt. Oh, dann habe ich noch eine perfekte Erinnerung für mein perfektes Erinnerungsalbum. Ach, ich danke dir für das wundervolle, herrlich riechende Geschenk, das du mir gemacht hast, Theo. Da
Das, das halte ich natürlich in Ehren. Und jetzt bekommst du noch eine glückliche Erinnerung. Ist ja herrlich. Theo, der Rettungsschwimmer. Vielen Dank, dass du mir hilfst. So, also jetzt können die Angreifer deine Burg nicht mehr stürmen. Ja! Hey, hallo! Gestern habe ich auch eine Sandburg gebaut. Aber heute will ich was Besonderes machen. Ich gehe Kajak fahren und zwar mit Papi. Oh, Mann, das ist ja echt toll. Ja, finde ich auch. Also bis später. Auf Wiedersehen. Viel Spaß. Alles okay. Wenn du nicht ins Wasser fallen willst, musst du dich immer auf das konzentrieren, was du gerade tust. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Hey! Das war echt toll! Wenn ich groß bin, will ich auch Rettungsschwimmer werden. Das ist aber nicht so leicht, wie du denkst. Dafür muss man hart trainieren. Ich würde auch hart dafür trainieren. Ich wäre bestimmt ein guter Rettungsschwimmer. Weißt du was? Du kannst ja schon mal damit anfangen, den Strand zu beobachten. Oh ja! Tolle Idee! Mhm. Soll ich euch mal was sagen? Jetzt haben wir hier zwei Rettungsschwimmer. Aha. Und wer ist der zweite Rettungsschwimmer? Na, das bin ich. Zobi will, dass ich ihm helfe. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Als Rettungsschwimmer brauche ich ein paar Sachen. Oh ja, ein Rettungsschwimmer muss natürlich ausgestattet sein. Ja, ich brauche eine rote Kappe, ein Fernglas und Flossen. Theo, weißt du was? Du kannst mein Fernglas haben. Heute werden ja keine Yachten mehr vorbeikommen. Hier, du kannst gerne meine Schwimmflossen haben. Vielen Dank. Jetzt muss ich nur noch eine Kappe haben. Hier, bitteschön. Vielen Dank, Opa. Aber ich brauche eine rote. Die Leute müssen mich doch erkennen können. Besser so? Toll, danke, Opa. Ach, nicht zu danken, Theo. Jetzt muss ich mir eine Stelle suchen, von der aus ich alles gut überblicken kann. Ja, sehr gut, Pock. Eine tolle Idee. Das ist genau der richtige Platz. Sekunde, vorher musst du dich aber noch eincremen. Na komm. Jetzt müssen wir gut aufpassen, denn wir sind ja im Dienst. Ich bin gespannt, wie viele Leute wir heute retten werden. Ja. Also, der Stein ist aber wirklich unbequem. Hilfe! Aha. Hilfe! Hilfe! Das ist Elsie! Komm mit, Pock! Was ist denn los? Ich? Ja? Meine Haarspange ist verschwunden. Heißt das, dass du sie verloren hast? Ja, ich kann ohne Haarspange nicht ins Wasser. Würdest du mir beim Suchen helfen? Oh, ja, okay, Elsie. Wo hast du sie zuletzt gesehen? Ich glaube, dass ich sie zuletzt auf deinem Handtuch gesehen habe. Nein, Pock. Zobi wird hier nicht sehr oft nach Haarspangen suchen, würde ich sagen. Da ist sie ja! Oh, vielen Dank, Theo. Gern geschehen. Und jetzt muss ich wieder auf meinen Posten. Komm mit, Pock! Eine Welle ist in meine Burg reingekracht und allein kann ich keine neue bauen. Ich schaff das nicht. Ach, keine Sorge. Ich helfe dir. Und wir werden sie so bauen, dass sie dem Wasser standhält. Ja, aber du bist hier jetzt doch Rettungsschwimmer, Theo. Du musst hier doch alles beobachten. Das kann ich auch, während wir eine Strandburg bauen. Wenn mich irgendjemand brauchen sollte, sehe ich ihn schon. Dankeschön. Echt toll. Musik
Jetzt kann deine Burg nicht mehr kaputt gehen. Genau. Noch nicht mal eine Flutwelle könnte meine Sandburg kaputt machen. Hä? Warum hast du denn so eine komische Mütze auf? Und wofür brauchst du das Fernglas? Ich bin doch Rettungsschwimmer. Genau wie Zobi. Aber Zobi hat hier noch nie Sandburgen gebaut, oder? Bist du genug Kajak gefahren, Sinja? Ja. Jetzt habe ich Lust, ein bisschen Ballett zu üben, wisst ihr? Kajakfahren ist nach einer Weile irgendwie so langweilig. Wirklich? Es sah aus, als ob es Spaß machen würde. Ach, aber wir sind ja immer nur im Kreis rumgefahren. Tja, du hättest einfach nur auf mich hören müssen. Dann hätte es funktioniert. Du kannst nicht einfach in einen Kajak steigen und drauf lospaddeln, weißt du? Theo, soll ich dir mal mein Kajak leihen, damit du Leute retten kannst? Was? Oh ja! Danke, Sinja. Klingt gut. Papa, zeigst du mir, wie man Kajak fährt? Na ja, das könnte ich natürlich tun. Ich fahre sehr gern Kajak, aber dazu brauchen wir ein Kajak. Wir haben hier eins. Sinja leiht uns das von ihrem Papa. Sehr gut, Theo. Du hast ja schnell gelernt. Wenn man weiß, wie es geht, ist es leicht. Ich glaube, nun sind wir in der Lage, auf Patrouille zu fahren. Oh, auf dem Wasser ist es nicht mehr so leicht. Immer dran denken, dass du schön ruhig und gleichmäßig paddeln musst, okay? Ach, weißt du was? Ich gebe uns einfach den Takt vor. Auf eins, da paddeln wir beide rechts. Und auf zwei werden wir links paddeln, okay? Na gut. Bist du bereit? Bin bereit. Eins, zwei, eins, zwei. Ja, sehr gut. Das machst du toll. Wenn jetzt Leute in Schwierigkeiten geraten, dass du ihnen sofort helfen können. Aber hier draußen sind wir ganz allein. Wenn keiner gerettet werden muss, ist es gar nicht so leicht, Rettungsschwimmer zu sein. Als Rettungsschwimmer musst du sehr viel Geduld haben. Sieh mal, Zobi rettet auch gerade keinen. Aber er hat die Lage immer im Blick. Du darfst dich nie ablenken lassen und musst immer beobachten, ob... Hallo. Oh, hast du das gehört? Das kommt von da drüben. Meine Luftmatratze! Das ist Mama. Ihre Luftmatratze schwimmt ihr davon. Schnell, wir retten sie. Oh nein, sie schwimmt viel zu schnell. Reg dich bitte nicht auf. Wenn wir genauso paddeln, wie wir es vorhin geübt haben, dann holen wir sie gleich ein. Bereit, Theo? Bin bereit. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Hey, ich hab sie! Ja, wir haben es geschafft. Du warst ganz toll, Theo. Hier, bitteschön, Mama. Och, danke, mein Liebling. Was hätte ich nur ohne dich getan, Theo? Also, ich habe jetzt zwar Elsie, Zack und Mama geholfen, aber gerettet habe ich hier noch niemanden. Und dabei wollte ich doch Rettungsschwimmer werden, genau wie Zobi. Theo! Hä? Oh nein! Theo! Theo, der Rettungsschwimmer, ist zur Stelle. Vielleicht hat Opa ja seine Brille verloren. Nun mach dir keine Sorgen. Theo, der Rettungsschwimmer, ist doch da. Du musst dein Leben retten, Theo. Die Burg hat den Wellen standgehalten, aber sieh mal, ein Fisch ist darin gefangen. Er muss unbedingt gerettet werden. Keine Sorge, kleiner Fisch. Fast erwischt. Sei schön vorsichtig, Theo. Du kriegst ihn, ja, du kriegst ihn. Er ist in Sicherheit. Auf Wiedersehen, kleiner Fisch. Das war ganz großartig, Theo. Das hast du wirklich gut gemacht. Toll, Theo. Das war wirklich toll. Du hast den Fisch gerettet. Und du hast allen, die dich gebraucht haben, ganz schnell geholfen. Das liegt daran, dass ich so gerne helfe. Und so redet nur ein echter Rettungsschwimmer. Die hast du dir verdient. Wow, das ist ja eine richtige Rettungsschwimmerpfeife. Vielen Dank, Zobi. Oh. Wie
Papa gesagt hat. Ein Rettungsschwimmer muss immer alles beobachten. Zu jeder Zeit. Theo und das Rad der Fragen. Wer drückt zuerst? Ihr kriegt mich nie. Oh, das ist ja eine Katastrophe, eine Katastrophe. Stimmt was nicht? Oh ja, das kann man wohl sagen. Die haben einfach die Show Das Rad der Fragen abgesetzt. Meine absolute Lieblingsshow. Nun sieh dir an, was jetzt da läuft. Das ist doch lächerlich. Die können sich doch mit dem Rad der Fragen gar nicht vergleichen. Naja, ein bisschen albern ist das schon. Was? Albern? Das ist eine Riesenkatastrophe. Nun habe ich keine Chance mehr mitzumachen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich mich schon beworben habe. Na, wir könnten doch irgendwas anderes spielen. Wie wär's denn mit Verstecken? Das macht Spaß. Tja, also das ist ja wirklich sehr lieb von dir, aber das ist einfach nicht das Gleiche wie das Rad der Fragen, weißt du? Ein Elefant ist aus dem Zoo ausgebrochen. Nun läuft er durch die Stadt. Demjenigen, der das Tier wieder zurückbringt, wird eine hohe Belohnung ausgezahlt. Ich weiß was. Was denn? Für weitere Meldungen. Opa, Opa! Ja, Theo? Kannst du mir helfen? Ja, gern, natürlich. Aber wobei? Naja, Uromas Lieblingssendung läuft nicht mehr im Fernsehen. Das Rad der Fragen, ja, das habe ich schon gehört. Ich glaube, dass sie ganz unglücklich darüber ist. Da hast du recht. Das ist eine Katastrophe. Und da dachte ich, wir spielen das Rad der Fragen jetzt hier. Dann kann Uroma mitmachen, so wie sie es immer wollte. Gut, das ist wirklich ein hervorragender Plan. Doch wie machen wir das? Hier, damit fangen wir an. Oh ja! Mit diesem Rad dürfte das sehr gut funktionieren. Gar nicht übel, oder? Das ist ja total super. Es sieht aus wie das Echte. Du bist der tollste Heimwerker der Welt. Also, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich find's auch gut. Opa, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Bist du dir sicher? Ich dachte, ich hab. Naja, die Fragen. Uromas Lieblingssendung heißt doch Das Rad der Fragen. Schon vergessen? Die Fragen, du hast recht. Na klar, wir brauchen Fragen. Ich lass mir ein paar einfallen. Und wir dürfen Uroma nichts verraten. Das wird eine Überraschung. Ich sage kein Wort. Ach, da bist du ja, mein Junge. Zinja will mit dir spielen. Also, weißt du, vielleicht kannst du mir ja helfen. Hm? Kannst du was für dich behalten? Hm? Ja, na klar kann ich das. Ich will nie etwas verraten. Sehr gut. Na dann komm. Wir müssen uns schwierige Fragen für Uroma ausdenken. So wie sie auch in der Sendung vorkommen. Oh, okay. Solche wie... Von welchem Planeten stammt der berühmte Zodorak ab? Oh, ja, toll. Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Ich habe auch eine. Was sind Mack, Zack, Chips? Das ist auch eine gute Frage. Was sind Mack, Zack, Chips? Gut, und wenn Uroma gewinnt, was für einen Preis kriegt sie dann? Über Preise habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, aber natürlich braucht ihr Preise. Es wäre nicht das Rad der Fragen, wenn keine Preise dabei wären. Uromas Lieblingskekse wären doch ein super Preis. Oh ja, da würde sie sich sicher freuen. Das wäre ein ganz toller Preis. Ja, das finde ich auch. Machst du ein paar mehr? Ich würde mich auch sehr freuen. Nein, du kriegst erst welche, wenn du beim Rad der Fragen gewinnst. Papa, kannst du Oma eine Einladung schreiben? Ja, das mache ich gern. So, hier sind die Preise. Das ist super, super toll.
Da müsst ihr erst mal gewinnen. Schon vergessen, dass das Preise sind? Stimmt ja. Ach, das hatte ich schon ganz vergessen. Hier, die Einladung ist fertig. Danke, Papa. Danke, Mama. Hör mal, Pock, ich habe einen Job für dich. Hier, du bringst die Einladung zu Uroma. Du weißt ja, wo sie ist. Oh, vielen Dank, Pock. Von wem ist der? Und hier kommt schon der nächste Teilnehmer. Begrüßt ganz herzlich unsere Uroma! Ja! Ja! Das habt ihr alles nur für mich gemacht. Mhm. Also, Uroma, die Regeln kennst du ja. Ja, sicher, die kenne ich. Natürlich. Hey, und schon geht's los! Oh, es ist blau! Blau? Ja, also das bedeutet folgende Frage. Sprichst du ein bisschen lauter? Ich kann dich nicht hören. Na, dann solltest du einfach lauter stellen. Ja, also blau steht für Filme. Ich stell dir jetzt deine erste Filmfrage. In Die Rückkehr der Tribolonen kommt Zordorak vor. Von welchem Planeten stammt er? Also, ich weiß gar nicht, wer Zordorak ist. Hä? Aber wer Zordorak ist, weiß doch eigentlich jeder, oder? Psst. Das war ja nur eine Testfrage. Nun werde ich dir die richtige Frage stellen. Sag mir die Namen von dem großen grünen Monster in dem Film Die Herren vom Planeten X. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Big Snuggle! Oh, Entschuldigung. Oh, ich habe gerade festgestellt, dass das nicht die korrekten Fragen für die Kandidaten sind. Wieso das denn? Die haben wir doch aber alle. Weißt du, ich glaube, das sind für Uroma die ganz falschen Fragen. Mhm. Ja, da hast du wohl recht, Zeo. Denken wir uns andere aus? Ich komme gleich wieder. Oh. Und du bleibst so lange hier, okay? Zur nächsten Runde sind wir wieder zurück. Nach der Werbung folgt der zweite Teil von Das Rad der Fragen. Zebra-Cracker sind so lecker und sie treffen alle Geschmäcker. Obendrein sind sie gesund und sie passen in jeden Mund. Hallo, wir sind zurück zu der zweiten Runde von Das Rad der Fragen. Und jetzt haben wir auch die richtigen Fragen dabei. Es geht los! Gelb, das bedeutet eine Familienfrage. Oh! Sag mir den Namen von Papas Kuscheltier, als er noch klein war. Leo. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich den geflickt hab. Ja, Leo ist die richtige Antwort. Ja! Hurra! Sehr gut, und hier ist dein Preis. Danke. Nun sagt mir, wer der beste Handwerker der ganzen Welt ist. Na, dein Opa. Mozart! Ja, diese Antwort ist auch korrekt. Das ist ein Geier. Eine Rübe. Und unsere Gewinnerin heißt Uroma natürlich. Oh. Also, ich danke euch beiden von ganzem Herzen. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Wir wollten es genau wie in der richtigen Show machen. Und das ist euch gelungen. Ich finde, dass sie sogar besser war.
Wird es denn in der nächsten Woche wieder eine Show geben? Ja, aber natürlich. Bis nächste Woche. Zur gleichen Zeit, am selben Ort. Dann gibt's wieder eine Runde von das Rad der Fragen. Ja. Wir freuen uns drauf.